Wir betrachten die Kinetik einer Folgereaktion mit relativ stabilem Zwischenprodukt. Wir sollen ausrechnen, wann das Zwischenprodukt die maximale Konzentration hat, und wir sollen diese Konzentration berechnen. Die kinetischen Daten der beiden Teilreaktionen sind gegeben. Für die Konzentration des Zwischenproduktes in Abhängigkeit von der Zeit liefert das integrierte Geschwindigkeitsgesetz folgenden Zusammenhang. Wenn wir die Reaktion starten, steigt die Konzentration des Zwischenproduktes B zunächst an, erreicht ein Maximum und fällt dann wieder ab. Wenn wir das Maximum mathematisch ermitteln wollen, müssen wir die entsprechende Funktion ableiten und die Ableitung gleich 0 setzen. Wir erhalten dann für die Reaktionszeit ln k durch k' durch k minus k'. Nach 5,5 Minuten hat die Konzentration des Zwischenproduktes B ein Maximum. Wenn wir die Konzentration berechnen wollen, setzen wir diese 5,5 Minuten in das integrierte Geschwindigkeitsgesetz ein und erhalten eine Konzentration von 0,58 mol pro Liter.